Gut, Timer kommt. Also, und ihr sagt uns. Wir haben zwei Optionen. Wenn dann wir laufen so wie ich meine, oder ihr sagt mir, wo wir euren Bot-Tour spielen wollt. Links hoch. Okay. Ich glaube, das habe ich damals mal gemacht. Damals, zu, wo das mit der Corruption war. Ja. Das macht man immer noch. Also ich weiß, wo einige von diesen Bots sind. Nehmen wir da Trash mit, oder wollen wir das? Nee, Ich habe Pre-Inker gezogen. Okay, ich weiß, dann. Aber ist nicht schlimm. Also den dicken pulst du hoch auf den Berg. Da ist ja dann der erste Boss auch schon, glaube ich, gell? Hier, da, na, ganz nach oben. Jetzt habe ich schon mal Shockbot. Hier, okay. Oben ist noch was. Ich habe den anderen Shockbot. Den Blitz, den will ich haben. Junge, ich mach dir den mal, ich hol mir noch was ganz unten. Ja, und, hä? Es gibt noch zwei, hier oben erstmal noch. Nein, es gibt drei verschiedene. Ja, genau, es gibt einen mit Live, einen den Blitzebot und was bringt der letzte? Der Tempo. Tempo, ah ja, richtig, genau. Den krieg ich. Eigentlich sollte man anfangen, den Tempo-Dude einquatschen, dass man mehr Tempo hat, dann machen die Bots, glaube ich, richtig Damage, aber ich habe wieder vergessen anzuquatschen. Ja. Ja, es gibt für alle gibt's genug Bots. Ich habe alle drei. Ja. Schön, dass du wieder alle drei hast, wow. Wie gut. Ja, ich bin halt den Dungeon schon 6 Mal oder so gelaufen, warte, ich sag's dir genau. 1, 2, 3, 4 Mal. Ach, lieber Schaden. Und jetzt hier runter. Ja, genau, mach mal lieber Schaden. Wir haben noch hier die Mobs, wenn die hacken. Also ich weiß, da drüben, wo ich gerade hinschaue, da stehen auch noch welche dran, da oben. Ich glaube, da ist auch ein Blitzbot und ein anderer dabei, die könnten wir gleich schon mal mitnehmen, oder? Oder wo willst du hin? Also ich runter zum Weg, dann die am Tor machen und dann oben. Ja genau, die da oben, da sind die Bots dann, also aber am Tor sind da unten. Und das. Achso, da ist auch ein Bot, ja, okay. Die zwei mit denen da oben. Sollen wir die hochziehen? Das können wir eigentlich zusammen, würde ich nicht, oder? Wollt ihr jetzt echt die ganze Zeit hin und her ziehen? Also, nur. Ich würde nachgesehen. Müsst ihr schrumpfen, müsst ihr kicken und das vergrößern. Ja. Gut, die können ja nix. Ganz weiter. Meine Inker nicht gezogen. Das Kicken. Ich will den Blitzbot haben. Hier ist ein Schweißerbot, den kannst du da Tank nehmen. Ich glaube alles ein. Unten habt ihr den unteren gelootet? Da ist auch noch einer unten. Den würde ich Röhre. Wir laufen eh runter. Ja. Ah, das ist ein Schweißerbot. Hier ist ein Schweißerbot, Boys. Ja, das den kann Tank auch einer nehmen. Jeder hat am Ende alle. Enes, ja, genau. Enes in den Schockbot, der ist hier unten. Genau, in der Röhre. Oh, Ja, da, gut, da hat er Heal. Hat er Heal jetzt? Stimmt. Okay. Mach dir gleich viel damit. Es gibt, drüben, wenn wir rübergehen, die anderen großen Blubs spielen. Nur ein bisschen aufpassen mit dem Charge, ne, der haut relativ gut rein. Ich display das Gift. Ich glaube, da hinten waren auch noch irgendwo Bots rumgestanden. Ah, ja, da auf der anderen Seite links ist noch einer. Wir müssen eh nach hinten laufen. Weil wir müssen den aktivieren. Oh, haut den noch weg. Aber ich kann nicht das bilden. Ich hab doch. Das schon. Also ich hab zwei. Ich hab einmal den Liveboard und den Blitzebot. Oh. Also ich hab bisher noch gar keinen, glaube ich. War doch den. Nee, ich hab gar keinen. Also bei diesen Stealth-Katzen stehen, glaube ich, auch nochmal einige rum und hinten bei dem Trock-Boss ist, glaube ich, auch nochmal einiges. Jetzt müsst ihr kicken. Nice. Ja, ich hab schon. Ich weiß schon, das CC. Ich hab die Inni hier vor einem Monat oder so irgendwie immer 8 oder 9 Stunden am Stück gelaufen, um hier ein Rezept zu farmen. Richtiger Rotz. Kicken. Das Rundchen. Passt wieder. Ab. Weil wenn du hier alleine drin bist, dann bist du komplett im CC, wenn du das castest. Das ist richtig dreckig. Dann machst du nämlich nichts.
Haben wir keinen Raw oder so? Ein Raw hat Cooldown. Achso. So, hier in der Mitte von dem Ding ist ein Shockbot, das nimmt diesmal Enis. Und die außenrum, da sind sogar zwei. Hier ist ein Schmierbot und ein Shockbot. Ich schau, dass ich ihn hier hinten ein bisschen rausdrehe. Mehr Mobs brauchen wir hier nicht, oder? Oder müssen wir nur irgendwo auch da hinten ist nur ein Bot, ne? Wir müssen diese Schleime eh töten, weil sonst aktiviert sich der Boss ja nicht. Ja, ja, wir haben alle Schleime. Ich hab den Schleim extra ausgepult, den großen. Ah, ja. Schlafversetzt. Es geht halt jetzt darum, ob wir noch mehr Mobs brauchen, um an irgendwelche Bots ranzukommen. Das meine ich, weil da an der Seite ist noch ein Bot. Nachher kommt welche, beim nächsten Boss. Hier, dann nehmen wir den halt noch mit. Weil das ist der letzte, den ich nur brauche. Habe ich auch alle. Dann würde ich sagen, machen wir erst den Boss, oder? Dann können wir nämlich HT rauspfeffern. Oh, du hast was geaddet. Der Boss ist ihn geaddet. Ja, ich hab ihn. Weil da drüben ist noch ein Blitzbot, den sollten wir auch mitnehmen. Den kannst du auch mitnehmen. Ja. Dann nehme ich hier den Mob weg. Können wir die eigentlich Richtung Boss schon mal rüberziehen? Dann nur aufpassen mit Sterben, weil dann sind sie weg. Echt? Ja. Achso, okay. Machen wir mal ganz klein hier weg. Out of range? Achso, wegen diesem scheiß Metallding, Alter. Innes, bei dem Boss, als Kurzerklärung, der macht so eine, da hast du die Bots links, rechts, außen stehen, die Spritzbot, die machen eine Fläche, da musst du reinstellen und mitlaufen. Der Boss macht dann so ein Spell. Hero am besten hier. Wo der so Gift rumspritzt und dann kann es passieren, dass der Spritzbot eingekleistert wird, da musst du freikämpfen. Wir sollten, also Range und Heiler sollten nicht im Melee-Camp mitlaufen, sonst stacken wir hier wegen dem Shit alle komplett, also jetzt müsst ihr hier drin stehen bleiben, aber nehmt am besten den anderen, weil das ist sonst richtig eklig. Ob ich Range hab von dem anderen. Ihr habt alle. Jo, dann geh ich mit dem Tank jetzt mit. Jungs. Oh fuck. Wie geil. Ihr habt alle rüber switchen, dann okay, ich geh dann doch rüber. Also, ich bin halt der einzige Melee, der hier mitlaufen kann im anderen Wort. Ihr solltet dann. Oh fuck it, was krieg ich denn da? Besten in den Range-Ding rein, vor allem mit den Affixen. Lass mich bitte nicht sterben. Holy shit. Ja, es ist schwierig im Laufen zu casten. Und dann heile ich noch gesperrt. Wunderbar. Ich heile ein bisschen auf mit. Ich geh mir den anderen snacken, ja. Ich hab jetzt immer mal Inka hier beim Boss gezogen, nicht dass ich nur RIP. So ein bisschen wasted, aber. Könnt übrigens, wenn die grünen AOEs-Dinger kommen und ihr steht im Spritzbot drin, dann kriegt ihr trotzdem keinen Schaden, ne? Müsst ihr nicht rausmoven. Ah, okay, sehr gut. Du musst eigentlich, also wenn du die ganze Zeit in dieser Fläche drin stehst, dann bist du eigentlich safe, dann kannst du nicht eingeschleimt werden. Aber wir müssen halt ein bisschen gucken wegen dem Beben, ne? Ist ein bisschen ätzend. Boah, der Boss ist ja richtig ätzend für mich. Also ich komme gar nicht zum Casten, das ist ja richtig schlimm. Jo. Doch, du brauchst einen Timer. Und wenn er die eine Fähigkeit macht, mit dem Schleim ranziehen, dann gehst du rein. Sonst nicht. Ich rede vom Casten, Bro. Ja? Naja, du kommst halt nicht hinterher. Jetzt musst du in den Ding. Davor bleibst du nur stehen und castest. Echt? Ja. Ah. Und halt weiß den grünen Flächen. Ich renne die ganze Zeit in dem Kreis durch die Gegend. Musst du nicht. Nee, den brauchst du ja bloß quasi, um nicht eingeschlagen zu werden. Achso, okay, danke. Dann weiß ich das jetzt auch. Gut, dass du nach hinten rauslaufst, weil ich kann vom Boss nicht weg, sonst hittert er wen anders. Das ist. Ja. Dann marodert der rum. Der ist ein bisschen ätzend, der Boss. Den Shockbot hast du jetzt, Enes? Ich glaube, oder? Also ich weiß, dass da hinten, da oben sind noch welche und auf der anderen Seite sind auch noch welche. Nein, du läufst falsch. Wir müssen hier nichts pullen. Haben wir jetzt schon alle Bots? Weil da hinten sind oben noch welche. Hier kommen auch noch ein paar. Hier kommen alle. Also ab dem Raum, wenn wir den geklärt haben, sollte jeder alles sein. Also willst du die Roboter wegmachen? Ja. Aber nur die zwei pullen. Geht's auch zum nächsten Boss.
Du kannst theoretisch da oben auch, da oben sind ja auch in dem Feld, sind drei Bots oder so, seht ihr das? Weil du kannst auch da oben rumlaufen, da musst du eh die Tiger da oder was, das sind irgendwelche so Stealth-Viecher. Ich finde die immer ein bisschen nervig. Übrigens, das müssen wir kicken, ja genau, müssen wir kicken, sonst teilen sich die wieder hoch. Kriegt das? Ah ja, genau, Enes, bei dem Boss, bei den zwei Gnomen hier, da hast du diese dunkle Wolke gesehen, die casten, die eine kleine Tussi castet einen Taser. Den kann man interrupten, dann castet die Mega-Taser, dann musst du dich in diese Wolke reinstellen. Dann verfehlt die den Mega-Taser. Und oder der andere Dude, ja, aber als Hexer hast du halt nicht viel, was du dagegen machst. Ich hab den letzten Mal nicht gefunden, die Wolke, da musste ich Ding ziehen, Mantel. Gott sei Dank hatte ich das noch ab. Wollen wir die Bots jetzt hier mitnehmen, die da oben sind? Ja, hier machst du den ganzen Raum. Achso, nein, die nicht. Hier rechts, die, hier. Aber ist okay, da oben sind halt, da oben sind halt irgendwie auch nochmal drei Bots in dem Ding, deswegen meine ich. Da kommen wir auch noch hin. Das ist ja dann beim, wenn wir uns Prozente fehlen, dann können wir da oben noch spielen. Okay. Also, hätte die jetzt halt gleich mitgenommen, um die Bots zu haben, aber gut, mir ist egal, wie schön wir das, wie ihr es wollt. Hier sind auch noch alle Bots, wie gesagt, mit den zwei Räumen. Was haben wir gerade vorgemacht haben und so, haben wir alle Bots. Wir haben theoretisch, da kann auch keiner gestorben ist, müsst jetzt theoretisch alle Bots haben. Ja. Hm. Ich brauche noch einen Schmierbot und einen Healbot. Ja, hier ist noch ein Schockbot. In dem Raum drin ist, glaube ich, ein Schmierbot. Oder oben. Hier links, ja. Hier links die oben sind auch noch zwei. Achso, links die Spinne wollt ihr machen? Okay. Die können wir auch noch mitnehmen. Ja, die da habe ich meistens immer ausgelassen, die Spinne. Ja. Der hat immer irgendwer gepult, deswegen habe ich die immer irgendwann mitgenommen. Es ist halt was schwer, ist wir müssen beim nächsten Boss mobil sein. Ja. Was müssen wir? Mobil sein. Beim nächsten Boss. Ja, willst du die. Okay, es ist geedit. Das ist ein Boss, zieht alles, Cooldown. Nee, der Boss ist nicht geedit. Doch, das ist ein Nachtresin-Boss. Achso, das. Achso, ja, okay. Ah, das ist der alles. Große, ja, ja. Jetzt nicht gesehen. Ich hab die doch. Ding ist, du kannst halt hier viele nicht tanken, die. Lass uns erstmal die anderen weghauen hier. Die Almin auch gut rein. Müssen wieder CC'en. Da machst du immer. Das merkt schon, dass sie neben seinem Schild schon ein gutes Stück abgeschwächt haben, ne? Ja. Das, also, die ersten paar Tage mit den meisten Gruppen, wo ich drin war, hat er einfach das Schild immer wieder durchgecastet. Das war einfach nur zu Abfuck. Wie ist denn das? Spielen wir danach noch Mobs? Ja, dann müssen wir auch noch ein paar machen. Wir können uns halt überlegen, ziehen wir für den HT oder für den Trock? Wobei der Trock kann eigentlich gar nichts. Wenn wir nein, wissen. Für den. Ja, okay, dann wir können ja Trash machen, so lange, bis wir AT haben und dann machen wir den. Ja. Oder wo ist denn die Luftdings da? Okay, die ist eh über dem anderen. Stimmt, da muss auch mal drauf gucken. Achtung, dodgen, das macht richtig Damage. Hier ist zum Beispiel jetzt auch nochmal ein Shockbot unter dem Gerät. Und hier müsste noch eigentlich ein Schmierbot sein da hinten. Hab ich mir schon genommen. Okay. Also da hinten steht auch noch mal ein Bot. Da hinten steht noch eine Spinne, da ist auch noch Schockbot und ein Schmierbot, glaube ich. Und wenn nicht, kann ich nee, die Lebenbot Spinne suchen. Sollen wir die da oben spielen, die Spinne? Das mit dem Bot? Ja, okay, dann machen wir die doch. Okay, oder so. Theoretisch könnten wir die zwei Dudes da in der Tür noch mit reinziehen. Ja. Machen wir eh nach, gell? Müssen wir eh dran vorbei. Wenn die erst die Spinne machen, die anderen müssen wir dann halt nachher. Kannst du dich dodgen? Nope. Ich bin extra aus der Gruppe raus. Ja, weil ich bin dir leer gelaufen. Ich hab's gesehen. Ist nicht so schlimm. Der Damage ist Gott sei Dank nicht so hoch. Nee. Machen wir den zuerst. Okay, ein bisschen, dann machen wir da hinten mal ein bisschen Trash, bis wir HT ready haben. Jo.
können ja so gesehen bis zum Dings König. Mal alles klären. Bis Gabamak. Hm. Achtung, hier nicht zu viel Pollen. Vorsicht, die Trox machen hier so ein Slam, der one-shotet ganz gut. Das sind fast alles kleine, die kannst du auch nicht tanken, also da müsst ihr ein bisschen gucken, einfach ein bisschen zusammenbleiben. Oha, Film of Proc. Hä? Hier, ich glaube, das sind keine mit dem Slam dabei, die kommen erst hinten. Nee. Ja, stimmt. Ja, despawn mich bitte, 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 bitte. Das kann man nicht despawnen. Das ist ein Fluch. Bitte. Das kann ich runternehmen, aber ich habe mich gedispelt. Ich geheilt. Das ging um sich auch jeder drauf, selbst am nächsten. Ja gut, ich muss an die Mobs ran zu denken, ja. Wir müssen hier weg. Ja, stimmt, wir haben diese Untersuchungseinheit. Ja gut, es ist jetzt... Wir müssen ja nicht weg, aber wir müssen halt in Bewegung bleiben bei der Kacke. Ja, du kannst dann einfach... Ich pull die einfach ein bisschen raus hier. Okay, jetzt kommen diese komischen... Ich hab vergessen zu dodgen. Okay, das eine ist so nass für Steam. Oh. Ich geh da nicht rein. Ich trau mich auch nicht. Der macht seinen Bluff weg da, raus da. Dann haben wir denn nur 16 Sekunden. Ja gut, dann komm, scheiß drauf, dann laufen wir jetzt halt komplett zurück. Das ist so dumm, dass die dann alle mal diese Random-Aggro haben und nicht bei mir bleiben. Na, kommt mit. Laufen einfach mit dem scheiß Nuffler zu dem Typ dahinter. Was macht, macht der eigentlich seinen Blutcast überhaupt, wenn er bei mir nicht dran ist? Ja. Nee, macht er nicht. Den kannst du anscheinend schießen. Den könnte ich die ganze im Kreis halten, weil damit halten sich ja übelst. Und macht einen Haufen Schaden. Das war wirklich gut weit weg sein. Ja. Aber keine CDs an, Luki. Okay, dann auf geht's. Und ausweichen, wenn er seinen Reifen roll macht. Genau, das macht. Erster Kick, Paul. Hab ich schon gemacht. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, der charge gleich. Nicht davor stehen. Also, ich kick als nächstes. Er macht wieder seinen Charge. Nicht, wir sind halt alle. Das? Weg da, weg da, du musst weg da gehen. Der kommt da. Ich kann den jetzt kicken. Ab. Ja, danach Paul. Der männliche jetzt. Dude, der macht so einen Slam nach vorne. Wenn er, da dürfte er nicht vor ihm stehen, der ratzt richtig rein. Ennis, du siehst hinter dem Boss die große schwarze Wolke. Da musst du reinstellen, wenn Megataser. Werde ich da schon mal hin. Jetzt musst du rein. Hier rein, Ennis. In die Wolke das, rein. Das kommt dieser Hit, da nicht drinstehen, genau. Der ratzt. Schnell, du bist gleich tot. Hab's geschafft. Junge. Wie ist es eigentlich mit HT? Ja, HT. Oh, Leute. Wir haben extra wegen HT. Ja, ich bin's nicht gewohnt, mit dem Schurken HT zu ziehen. Ja gut, im Endeffekt könnte... Er macht wieder seinen Hit. Achtung. Wir müssen gleichzeitig killen, ne? Wir müssen die gleichzeitig killen. Nur auf den einen. Es ist nicht so schlimm. Das. Doch. Es tut schon weh. So. Achso, okay. Sonst... Ja, gut, jetzt läuft halt hier noch. Gut. Ja, ich bin's als Schurke nicht gewohnt. Ja, gut, wenn wir eh nur mit Drums waren, hätte ich mir auch wieder herstellen können. Also jetzt. Ah, egal. Also deine Schuld. Ja. Also, Indes, ja. Kurva spielt auch, die spielen auch ohne HT. Die da jetzt nicht davor stehen, beziehungsweise die drehen sich immer wieder um. Drehen ne? sich. Okay, ja, genau, und dadurch, dass die da nicht drinstehen, die ratzt richtig raus. Also, ich weiß, früher hat die immer gewonshottet. Ja. Den Wutanfall muss man am besten. Fall auch kicken. Wenn noch, nicht, ich kann einmal runternehmen. Vielleicht ich kann auch. Theoretisch auch runternehmen. Ja. Ähnlich bei dem Boss, der macht so einen blauen Kreis um sich drum herum. Da musst du alle reinstellen. Alle drinstehen. Dann wirst du explodiert. Erdbeben da, gell? Weil da kommt dann was von der Decke. Ja, aber nicht deswegen, sondern hier ach, siehst du den Roboter. Und rechts. Warte. Wir müssen da hinten links den einspielen. Dann kommen wir den Boss dazu. Ja, da können wir den Boss mit reinbauen, müsste rein. Gehen. Ja. Genau, und in die Elektrokonsolen außen hin streiten. Du sagst halt einfach. Sagst ja, genau. Ja, ist unlucky. Und dodgen, glaube ich, oder? Halt. Ja, den Einschlag halt ein bisschen dodgen. Und wenn wir halt dieses Ding gesoakt haben, dann ist es quasi so, dass wir diese Konsolen an
quasi am Rand anmachen können und dann lasern die Ads weg. Also es muss halt jeder so ein anderes Ding aktivieren. Jetzt rein. Jetzt rein da, alle rein, rein, rein. Okay, und jetzt geht jeder zu einer anderen und aktiviert die halt. Ich mach das nicht, hab ich mir auch okay, eben. Okay, ich hab auch noch da, hä? Wieso kann ich da jetzt... Vorne links ist noch ein. Gehen jetzt noch weiter damit. Ich hab's schon. Norbert, Alter. Ich geh da nicht rein, da hab ich mehr AOE. Ja, ich bin doch reingegangen. Einfach also keine anmachen und ein bisschen Damage zu pushen. Ist völlig egal, weil ich überhaupt keine Ahnung hab, wie der Key funktioniert. Einfach Damage. Jetzt wieder rein. Rein, rein, rein. Ja. Ich jetzt mal ich mal das linke da, rechte so rum. Ist da ein bisschen gucken müssen. Ich finde den Boss ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich im Gegensatz zu anderen Bossen jetzt in Karazhan, ja. Ne? Wenn du so vergleichst, also irgendwie. Generell. Den. Rein. Den Wächtergon. Einer kann auch zu dem Roboter. Ja. Robot? Zum der Roboter? Echt, hier? Ja. Der macht einen Moshpit. Macht er das auch mit uns? Nee. Nee, nee, der ist verbündet mit uns. Nur dich. Jetzt hast du eine große Fresse, gell? Ich kenn den Key noch gar nicht. Das ist das erste Mal, dass ich den als Affli spiele, du Gauner. Und gleich auf 18 rein. Und gleich ja. Du bist der Gauner hier. Hättest du beim Joggen ruhig mal Geiter gucken können. Ja, ist echt so. Wir denn jetzt nur 18%? Und Paul, du beim Kacken, ey. Ich brauch kein Geld hier. Ja, stimmt. Ich bin noch so über dir, Paul. Easy. Eben. Du Lappen. Wir können eigentlich die Gruppe vorne wegmachen und sonst rechts pullen, weil da sind lauter so richtig low. Prozent auch. Sind perfekt. Glaube ich. Wir brauchen rechts gleich noch was. Ja, aber jetzt machen wir. Wir können aber auch erstmal Boss spielen und. Hier aufpassen, wenn der sein Feuer da macht. Wie heißt das jetzt? Schwerfeuer. Da, raus. Das one-hitted. Das jetzt auch nicht, ja. Aber der wird groß und dann wurde es. Jetzt. Sollen wir den können wir runter? Ne, kann ich das nicht runternehmen? Das ist Magie. Okay. Könnt ihr eh das mit dem Tempel Masterspell, ja, könnt ihr das runternehmen. Du spielst ohne Pads Enes, oder? Tatsächlich, Masterspell. Easy. Nice to know. Ah. Nice. Oben ist wieder so ein Typ dabei. Auge. Die Glyphe mit dem komischen Auge. Ich habe jetzt Cooldowns gezogen, weil wir danach noch Trash machen. Hoffe ich. Ja. Machen dann einfach den restlichen Trash und gutes. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich die irgendwo rein. 5 Minuten erst HT, also wir können. Ja. Brauchen wir nicht. Gut, du ziehst HT ja da eh erst relativ spät in den Bosskampf. Ja, stimmt. Juge! Nein! Nein, ich bin gerade so reingelaufen. Egal. Das ist doch dein Cheat-Dev. Junge, zum Glück. Mein schöner Buff. Da rechts können wir auch. Okay. Ich glaube. Hast du den noch? Den Buff? Die Buffs? Hier stehen, glaube ich, auch noch mal ein paar Bots. Also, wenn es wäre. Eigentlich, ich nicht, ob wir den einen irgendwie rausgepult kriegen und dass die anderen alle kommen. Nee. Dort auf passt. Also, ach das so, wollte ich ja haben. Ich wollte halt nur nicht, dass da drei Gruppen jetzt kommen. Fuck. Ich hatte Akku. Okay, meine Buffs sind weg. Egal, hier sind genug, hier sind genug. Bleib liegen. Boah, endlich hab ich's geschafft. Da war die Rache von deinem blöden Trinket im Duell. Hast du mich mal hochgeschossen oder was? Nee, ich wurde verkleinert und er hat auf mich drauf getreten, da war ich gestunt. Da kam schon die Bubble. Der junge Vampir-Clown hat mich einfach mit 50 weggeboxt. Warte, beleben. Okay, passt's. Also Enes, ich markiere dir gleich wo. Oh, okay, das wird schwer. Nee, lass einfach einen Boss machen. Wir werden schneller, wenn wir jetzt einfach Boss machen. Ja, weil dann kann man vielleicht noch doublen. Ja, komm, machen wir einfach Boss. Rest mich und Abfahrt. Der Schockbot wäre wichtig, vielleicht. Ja, der wäre richtig. Hier, komm her, hier ist einer. Ja, wenn er mich rest hier. Ja, ich saw cracking. Shoot the fuck up, mach einfach.
Hier ist ein Tempo. Hier ist ein Tempo. Dabei ist ein Tempo. Stockpot sehe ich jetzt keins. Scheiß drauf, gehen wir. Ja, lass legen. Kater vermisse ich jetzt hier vor meinem Bildschirm. Warte mal, mein Kater hat alles geöffnet. Gut, alles klar, geht wieder. Oh, gute Procs. Spart euch die CDs großen für CDs Flug, für die Flugding, dass wir die quasi in einem Ding wegschotten. Das geht mittlerweile so schnell. Also, kurze Frage, wie sieht das aus? Müssen wir da, egal, rechts oder links? Nein, es wird immer eins aufgemacht. Das sehen wir gleich, ob es rechts oder links ist. Ja. Schauen wir mal, wer am schnellsten oben ist. Bubble. Kannst du mit der Bubble einfach durchlaufen? Kann man machen, aber ich habe 4 Minuten CD. Ich kann die jetzt wegnocken. Passt auf, ich knock die ein bisschen weg. Top, danke. Ich hab's extra angesagt, dass ich rein knock. Junge, die wollen alle mein Leben. Wahrscheinlich wäre es hier sogar besser gewesen, wenn ich mit dem Loot spielen würde. Okay. Mhm. Müssen wir den umbringen, damit wir das machen? Ah, okay. Naja, wir killen den und dann müssen wir hoch das Zeug kurbeln und dann haben wir quasi ein Damage-Window auf den, richtigen Boss. Hier lang. Ah, ja. Also, ja, ich hab's ohne Mantel gemacht. Wow. Okay, es geht, Paul. Ah, wow. Das hat's mich getroffen, vor Schreck. Ich muss mich mal ein bisschen heilen hier. So, Markus, hast du dein Battle verloren, wer zuerst oben ist. Hey, ich hab als erstes gekurbelt. Ernsthaft? Ja. Ich war zuerst oben. Du warst vor. Ich hab doch instant Greiferhakenziel gemacht. Ja, aber ich bin mit der Druid-Gestalt hochgesprungen. Okay, lol. Okay. Also ich glaube, oben waren wir etwa gleichzeitig, aber ich hab halt sofort drauf gedrückt auf das Kurbelding. Okay, go. Okay, runter. Seht ihr, mit dem Sprung bin ich halt relativ zügig. Extra-Portal wäre eigentlich nice gewesen. Sorry. Nur fürs nächste Mal, ist das weiß. Alles gut, das wusste ich nicht. Aber wenn Mathe noch nicht ready, jetzt müssen wir noch eine Phase spielen wahrscheinlich. Nein. Go. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Phase spielen. Hä? Das wäre das erste Mal in dem Ding, dass ich... Nein, da warst du noch nie hoch genug hier drin. Ohne HC schaffst du nicht in einer Phase. Auf der Stufe. Oh, weg da. Ja, 2 Sekunden HT, jetzt müssen wir halt nochmal eine Phase spielen. Belastend. Bitte zieht jetzt gut. Mit HT wäre der tot. Mit HD oder... Ja, easy. Ja gut, für die Sting brauchen wir keine Cooldowns mehr. Jetzt müssen wir halt einfach nur den möglichst schnell runterbredeln, ne? Ja. Ich kick die wieder weg. Ich komme halt nicht ans Ding zum Damage machen. Die laufen übel heftig hinterher. Ja, die explodieren das jetzt. Das hatte gleich. Ich auch noch nie. Was? Ich hol dich. Was ist? Hab dich. Keine Ahnung, was mir jetzt so weggeprügelt hat. Vielleicht war ich draußen gestanden, weil ich bin ganz nach oben gelaufen. Jo, ich glaube, du warst draußen. Wir haben auf der anderen Seite das Spiel, der Karte des Raums noch ganz viel Platz. Ich mach Portal und rüber. Das ist eine schlechte Idee. Macht's nicht. Ich hab Cheatlift. Oh Mann. Oh nein, oder? Haben wir noch einen Retz? Nee, wir können nichts, können niemand retzen. Alter, das kann's doch nicht wahr sein. Laufen wir ein Key mal in Time. Es ist doch Zeit. Wir laufen noch in Time. Wir haben alle keine Bots. Es sind doch genug Bots da, die kommen uns alle holen. In der einen Höhle können wir uns Bots holen. Ich würde sagen, lass einfach hingehen jetzt und mit HT den killen und gut ist. Was hast du denn da alles geedit? Ich hab keinen Stealth-Kack. Oh, wieso? Ja, ich muss 20 Sekunden kiten. Na, was kannst du dich? Nein. Ich weiß nicht, ob es das Wurf ist, jetzt alle Bots nochmal zu holen. Nee, wir spielen jetzt einfach den fucking Boss. Weg von mir. Warum seid ihr noch hier? Hä, warum rennst du uns hinterher? Wir pullen ihn doch dann so oder so. Oh, ja, Mann, dann lass hochgehen, dann hole ich mir jetzt auch keinen Bot mehr. Wir haben noch 8 Minuten, also das geht schon aus. Ja, gut, ich hätte noch einen Blitzbot hier. Scheiß auf Bots jetzt. Nehmt euch die Bots, die euch halt entgegenlaufen, nicht, aber jetzt nicht... Ihr müsst hier durch die... Wir müssen den jetzt in Time spielen, denke ich. Ja. Ach Mist, da war doch noch ein Mob.
Kannst du stealthen? Nee, ich hab grad schon. Ich dachte, ich komme ran, ohne dass ich dass ich einen Mob hätte, aber der war unsichtbar. Das ist ein Nafrasim. Ja, lass den schnell killen. Noch ein bisschen mehr Mastery. Denk mal, wenn wir alle Cooldowns ready haben, dann kriegen wir den umgehauen. Mit HT und allem. Ja, locker. Der war ja gerade fast tot ohne HT. Ist halt saudumm, dass wir uns da oben eintrappen lassen haben. Ja. Ja, das war ich war dann irgendwie hinter in dem Konstrukt da reingebackt. Mhm. Ja, die Dinger sind halt blind. Wir müssen uns einfach konzentrieren, Boys. Also jetzt müssen wir uns echt einfach. Ja, einfach okay, dann auf geht's. Hier, Moment, Jesus noch. Okay, na, Na gut, ich hab noch drei Jesus. Den müssen wir halt auch irgendwie schauen, dass wir den echt wegblasten, weil der ja, darf ich tu hier auch Cooldowns ziehen. Ja, aber 3 Minuten oder so, das lohnt sich ja nicht zu ziehen. Nee. Als gut, bis als Outlaw kriegst du schnell resettet, das ist so ein E-Bums. Eine Minute kann man, ja, glaube ich, hier schon dann, ziehen. Ja, eine Minute zieh ich rein. Die Bots müssen halt irgendwie CC't werden, haben wir. Oh, Fimber Proc, ernsthaft? Jetzt? Ich brauche einen Res. Dann bitte erst danach, oder? Vorsicht, wir lassen uns ja gleich wieder einschließen. Ich brauche einen Res. Ja, ich habe gerade nicht die Wut, um dich zu retzen. Okay, na. Nee, ich muss meine Wut für FCDs verwenden. Danach kann ich dich retzen. So, jetzt. Ja, genau. Ich hol dich. Dümmste Idee, die ich hatte. Klick deinen Angel weg. Hast du es gekriegt? Nein, das heißt ja noch im Engel. Jetzt. Ja, wieder RIP, also. Geh ich bitte in Heal. Ah. Bitte, Lau. Retz dich. Danke dir. Ich hab ihn. Muss ich mir erstmal selber heilen. Viel gleich mal aufgeben. Oh, Ops, nice. Hilfst du mich bitte? Oh. Geht das? Mit dem Portal? Ja, aber ich benutze direkt aber erst beim Runtergehen wieder. Danke, Paul. Das passt schon. Müssen dann alle? Nee. Reicht, wenn. Runter? Damage. Oh, Damage. T, Norbert? Ja, hab ich schon. Müssen wir alles drauf haben, was wir haben. Ja, ich habe jetzt auch Procs, endlich. Endlich. Immer Proc und Go. Hab gehört, Norbert hat Procs. Jetzt geht's los. Konzentriert ja, diesmal geht er wesentlich besser runter. Nee, noch 6 Sekunden. Das ist durch. Hä? Was? Go. Ja. Schau noch weiter, das ist noch nicht weg. Alter, das war aber schon knapp. So ein ja, da war noch Luft. Oh, da kriege ich nicht mal die Waffe. Was ein Drecksboss. Oh, ein Drecks. Ach, immer mal ein Upgrade. Was hab ich denn gekriegt? Einen Umhang. Na gut, so ein Kack. Item Level Upgrade. Tag abklingt seit. Will den Umhang irgendwer haben? Ich will den nicht. Ich würde den für Asa nehmen. Für Asa wäre der beste. Ich würde ihn tatsächlich für Item Level nehmen, wenn Norbert, wenn das für dich. Das ist halt ein dritter Ruhestein. Ja, nimm du ihn. Bei mir ist das beste Slot wegen Stats. Ja, nimm. Alles gut.